Was für ein reizender Psychobau. Ja. Scheiß Wolf, Alter. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich die Aufnahme fast versaut hätte. Ach krass. Ein toller Trip. Auf jeden Fall. Ah, ich hätte das sowieso nicht da durchgehen können. Na dann. Wow. Was soll ich machen? Wow. Ganz wach. Ganz wach. Ja, ganz wach. Nichts machen ist auch okay. Hätte ich nicht gedacht. Sogar Munition drin, Digga. Was für ein Freak. Auf jeden Fall. Man bedenkt, ich wollte den Hund erst schlagen, ne? Das ist auch, wenn man nichts tut, ist manchmal auch ganz gut. So, Hinweise. Ausschnitte, Fundort und Notarium, eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzliche für eine verschollene Person mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Definitiv. Obwohl ich nichts erkenne da. Na komm, geh da durch. Oh, das war eine schwere Geburt. Und weiter geht's. Okay, dann geht's nicht durch. Kann man da durch? Nein. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Könnte sein. Zigarrenversteck. Hm.
Hier gibt es einiges zu entdecken. Cool. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja. Streichel allein mag doch jeder was. Ja. Was war das nochmal? Was war das Loch? Vielleicht hilft der Hund mir ja auch irgendwann nochmal. Auf jeden Fall ist das sehr hart im Nähen, der schneidet sogar selbst die Finger ab. Na, bevor wir runtergehen. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Warte, wie viele Männer waren das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Männer. Neun Zombies? Neun Irre? 9 Psychopathen. Oh nein, der ist auch so weiß und der traurig. Ey, Alter, der sieht schon so traurig aus, Digga. Wollen wir was tun? Wollen wir es tun? Yeah! Komm, Mugen! Tu es! Ach, Scheiße. Okay, du bist tot. Ich wusste, dass ich den nicht aufsammeln soll. Aber ich hab's trotzdem getan. Ja gut, dann ist das Spiel ja schnell zu Ende, würde ich sagen. Ich bin immer so ein Sammler, weißt du, ich bin das nicht anders gewohnt, immer alles aufzusammeln. Das ist doch die Gefahr. Okay, jetzt hau ab. Oh.
Wenigstens ist er nicht tot gegangen. Matt, obere Silberbahnstation. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Unfassbar, was Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagt. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Wo ist eine Axt? Tür der Seilbahnstation, eine Axt an der Tür zur Seilbahnstation steckt zwar vorher ganz sicher nicht da. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt! Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Nee, keine Geräusche machen. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Anne. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Schluss, mach jetzt! Oh ja. Ranger Pass, Cable Car, Sanatorium. Alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Hey, da!